Wir freuen uns auf Fashion in Black. Hier ist er. Siegerhengst Dressur der Westfälischen Hauptkörung 2017. Inzwischen 7-jährig. Schaut mal, wie er sich weiterentwickelt hat. Vollendete Körperharmonie. Brillant im Seitenbild. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir freuen uns ganz besonders, dass einer der ganz großen Ausbilder am heutigen Nachmittag bei uns ist. Ihn brauche ich, glaube ich, nicht lange vorzustellen. Ich freue mich sehr, dass der Reitmeister Klaus Balkenhol bei uns ist. Und er wird nun mit Sophie und Fashion in Black für uns gemeinsam ein bisschen arbeiten. Und wir können beim Zuhören lernen. Und darauf freuen wir uns. Klaus Balkenhol, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, hier zu sein. Meine erste Fremdlehre in der Landwirtschaft habe ich gerade 500 Meter von hier absolviert, auf dem Hof von Herrn Wenke, und habe also wirklich eine wunderbare Familie kennenlernen dürfen, die Familie Holkenbrink, mit dem Vater und der Mutter von Willem Holkenbrink, der also diese Passion der Pferdezucht hier in ganz hervorragender Weise fortsetzt. Wir freuen uns sehr, wir sind schon so lange mit der Familie verbunden, meine und von der Familie Holkenbrink. Und ich begleite Sophie einige Male schon so in der Arbeit mit den jungen Pferden. Und Fashion in Black ist ein hochtalentiertes Pferd, ein sehr, sehr interessanter Beschäler, der aber auch dann, wie auch andere Pferde von der Station Holkenbrink, in den Sport gehen wird. Fashion in Black hat also große Anlagen, gerade in der Versammlung, wir werden das gleich mal sehen. Aber wir arbeiten dort an der Ausbildungsskala, das heißt, wir wollen die Grundgangarten des Pferdes herausarbeiten, die dürfen nicht vernachlässigt werden im Laufe der Arbeit oder im Laufe einer Versammlung. So, wir zeigen Ihnen jetzt mal den Schritt, Sophie, wenn du mal durch die Bahn wechselst, im starken Schritt. Es ist sehr wichtig, dass der Viertakt im Schritt erhalten bleibt, das Pferd sich nach vorwärts, abwärts dehnt in der Haltung und dann einen weiten Tritt übertritt, aber nicht nur das, sondern auch einen Vortritt in der Vorhand zeigt. Sie sehen auch, dass der Charakter des Pferdes und das Interieur ganz hervorragend ist, so wie er sich hier nun in dieser Halle begibt. Und Sie wissen selbst, es ist immer sehr schwierig, wenn man Pferde, die in der Halle zu Hause gearbeitet werden, ohne Publikum, dann auf einmal eine ganz neue Situation vorfinden. So, und dann mal aufnehmen gleich zum verkürzten Schritt. Das ist sehr wichtig, dass man jungen Pferden, 7-jährig ist noch jung, den Schritt eben dadurch erhält, dass man Vorsicht die Versammlung einleitet, dass der Schritt tatsächlich im Viertakt erhalten bleibt. Sehr wichtig, das zeigt er jetzt hier sehr schön. Man muss also nicht glauben, aha, jetzt muss er dann, so wie es dann auch in den Lehrbüchern steht, mit den Hinterhufen eine Handbreit oder eine Hufbreit hinter der Spur der Vorhufe sein. Nein, es kommt immer darauf an, wie das Pferd nun jetzt wirklich in der Verstärkung zeigt, mit weitem Übertritt, wie das hier ist. Also hier muss man sehr vorsichtig sein, dass also nicht das Pferd in einen Schritt verfällt, der nun jetzt nicht mehr gut ist. So, aus der Versammlung. Wir müssen immer sehen, dass wir aus der Versammlung eine neue Lektion erarbeiten, wie zum Beispiel das Antraben gleich. Das Pferd muss versammelt werden. Aus der Hinterhand zur Vorhand arbeiten. Sophie trabt gleich mal an. Das ist ein gutes Zeichen, dass er erstmal mistet. Der soll ja nichts mitnehmen. So. Okay, macht nichts. Wenn ein Pferd dann angaloppiert, zeugt das nur, dass also das Pferd immer in der Lage ist, auch sofort die Versammlung anzunehmen. So, und dann gehen wir immer an der Ausbildungsskala entlang. Das heißt also immer schön taktmäßig. Hier sehen wir wirklich immer Eintritt bei dem anderen.
dass das Pferd sich loslässt, Handwechsel machen bitte, sich loslässt, immer wieder an die Hand herandehnt und wirklich einen schönen, kadenziert, gleichmäßigen Trab entwickelt. Und wir sehen also dann auch, dieses Pferd wirklich über seine Muskulatur sehr schön arbeitet. Also die Losgelassenheit und dann die Anlehnung, die ja nun wirklich immer stetig sein muss, sodass das Pferd in seiner Haltung, in seiner Kopfhaltung, das Genick ist der höchste Punkt, vorbildlich. So, mal ein bisschen vorwärts reiten, mal zum Arbeitstempo hin. Das ist das Wichtigste, was man machen muss, immer nach vorne, ruhig nicht zu doll. So, das dritte Verlängern macht man dann hinterher. So, jetzt mal Schulter herein an der langen Seite. Das Pferd ist siebenjährig und darf also schon immer wieder die Lektion einer M-Dressur gehen. Sehr gut. Rhythmus halten, etwas tiefer einstellen. So, durch die Bahn wechseln, weiter im Arbeitstempo. So, in der Ausbildungsskala heißt es dann hinterher auch, dass das Pferd gerade gerichtet sein muss. Bei diesem Hengst ist es so, dass er noch die Hinterhand ein wenig zu stark nach links nimmt. Also dann muss man dem Rechnung tragen. Das heißt, immer mal wieder etwas nach rechts. So, gut. Weiter. Alle das muss auch im schönen Rhythmus sein. Takt, Schwung, Anlehnung, Losgelassenheit an erster Stelle. Und ich stelle der Ausbildungsskala immer noch das Vertrauen an erster Stelle. So, sehr gut. Okay. Sehr schön loslassen, innen etwas die Hand vor, genau. So, und dann entwickelst du mal einen Trave an der nächsten langen Seite, als Vorbereitung zu den Traversalen. So, so, sehr gut. Traversale, super, sehr gut, auch schön im Gleichmaß, schöner Takt. So, Handwechsel, rechte Hand. Wieder etwas Schwungverbesserung nach vorne, das ist das Wichtigste. Dass man nicht rückwärts arbeitet. So, wieder etwas vorwärts. Sehr gut. Sophie hat aus diesem Beschäler mit der Zeit wirklich ein Sportpferd gemacht. Ist ja nicht immer ganz einfach, mit Hengsten so umzugehen, aber das macht sie in einer ganz hervorragenden Art und Weise. Sehr gut. Sehr schön. So, wieder gerade. Und dann noch mal einmal die Tritte verlängern. Das geht immer um das Tritte verlängern, nicht das Rumstrampeln. Nur so viel vorwärts zu reiten, dass die Hinter auch ordentlich mitkommt. Langsam, nicht zu doll, nicht so, dass der traben kann, wissen wir. Super, sehr gut, das reicht schon. Dann wissen wir genau, wie weit wir gehen können. Super, und gleich noch mal Scheritt. Und durch die Bahn wechseln im starken Schritt. Wenn wir Grand Prix reiten, müssen wir aus der hohen Versammlung einen starken Schritt entwickeln können. Wir sehen wieder einen weiten Übertritt und etwas hinterhertreiben. Sehr, sehr gut. So, wenn das alles stimmig ist, so in der Ausbildungsskala, fangen wir dann auch hinterher mit der Versammlung an. Das ist der letzte Punkt der Ausbildungsskala. So, wieder der versammelte oder verkürzte Schritt. Nochmal wieder Trab. So, aufnehmen und T-Rab. So, komm. So, und weg. Ihr macht nichts. So, weiter, weiter, so auf den Zirkel gehen. Auf den Zirkel, etwas versammeln, zurückholen, so dass wir die Passage erkennen. So, rechter Zügel etwas nach rechts stellen. So, wieder zurücknehmen. Das Tempo noch wieder zurück. So. So, okay, gut so, sehr gut. Sie sehen hier den Aushaltemoment der diagonalen Fußfolge. Sehr gut, super, Handwechsel. Das Gleiche auch auf der rechten Hand. Bisschen zulegen, bisschen vorwärts. Tritte verlängern. So, nicht zu viel. So ist gut. Und wieder zurück in die Versammlung. Genau. Damit darf man nicht zu früh anfangen. In erster Linie ist immer wieder der Takt, der dabei beachtet werden muss. So ist gut. Jetzt überprüfen wir, ob das wirklich in der losgelassenen Hand ist und reiten Schritt. So viel mal Schritt. So, sofort muss das Pferd dann in den ruhigen Schritt übergehen, sodass man also wirklich das Kriterium der Losgelassenheit wieder bekommt. Und dann wieder in die Versammlung und galoppieren an. Und jetzt machen wir diese Galopparbeit. Manchmal muss man mit jungen Pferden auch mit der Galopparbeit beginnen. Das heißt also, aber wir haben so, dass also der Hengst draußen etwas gearbeitet worden ist,
so locker. Etwas den Hals etwas tiefer nehmen, loslassen, loben, innen loben, immer wieder loben. Gut so. So mal ein bisschen zulegen, etwas vorwärts, die hervorragende Galoppade. Immer wieder ist es innen loslassen, außen dranbleiben. Wichtig, die Grundgangarten zu beachten. Ganze Bahn, so etwas vorwärts, jawohl. Gut, wieder aufnehmen. Von oben dann mal eine Traversale nach rechts, Sophie. So ist gut. In Versammlung. Ja, versammeln, so gut. Die Hinterhand mitnehmen, so tiefer stellen in der Haltung, damit der Rücken weiter arbeiten kann. Weiter rüber. So, weiter, den Außengalopp mal machen, so ist gut. So, etwas vorwärts reiten, sehr gut gemacht, Sophie, jawohl. Und dann den fliegenden Wechsel an der langen Seite, so, ruhig, gut und weiter. So, dann gehst du gleich auf den Zirkel und dann auf dem Zirkel mal etwas vorwärts. So, wieder Ruhe, so ist gut, sehr willig, sehr gut, sehr fleißig. So, nochmal weiter auf dem Zirkel und dann einfach mal überstreichen. Und das ist ein Kriterium, wo wir sehen, dass das Pferd bei dem Reiter ist. Loslassen, loslassen, los. So, sehr gut. Super gemacht. Ganz genau. Weiter durch die Bahn wechseln und dann Traversale links. Ruhig rüberkommen lassen. Jawohl, so weiter. Weiter, innen sitzen bleiben. Innen sitzen bleiben. Gut. Okay, das ist eine schwierige Lektion, jetzt im Außengalopp weiter galoppieren, etwas vorwärts, bei dem Aufnehmen den fliegenden Wechsel. Zurücknehmen, nicht weglaufen lassen. Jetzt komm, super. So, durch die Bahn wechseln, mit Dreierwechsel. Einfach ruhig weiter. Gut, so. Sehr gut, nicht mehr. Jetzt kann man mit der Haltung etwas hoch, runternehmen und dann mal auf dem Zirkel, dann in die hohe Versammlung gehen. Du hast die Gerte jetzt außen, nimmst ihn zurück, ruhig abwarten können, immer warten. So ist gut. Und wieder, nein, ruhig warten, Schritt. Das kann immer mal passieren. Ruhig, so genau weiter. Gerte mal anlegen, nicht in den festhalten, äußeres Bein zurück. So, etwas freier, jetzt wieder vorwärts, aus dem Vorwärts wieder. Die Versammlung entwickeln. Komm, nach vorne. So. Und nochmal. Nochmal hier bleiben. Hier bleiben. Zurücknehmen. Zurücknehmen. Tiefer stellen in der Haltung. So genau. Gut. Lass das äußere Bein hinten. Und jetzt wieder weg. Also, Sie sehen also hier, die Versammlung klappt vorzüglich. Und vorwärts, vorwärts, etwas vorwärts. So. Und dann machst du jetzt wieder Handwechsel mit Zweierwechsel. So, ganz ruhig, linker Zügel, rechter, link, gut, sehr, sehr gut. Für ein junges Pferd schon eine hervorragende Entwicklung. Das stimmt alles, um dann hinterher weiterzusetzen. Mal auf den Zirkel und nochmal einmal die Zügel überstreichen. So, loslassen, loslassen, genau, das ist sehr gut. So, dann kommen wir mal zurück, auf der rechten Hand auch die Versammlung. So, zurück tiefer nehmen. Je höher die Versammlung, desto tiefer muss der Hals vor dem Widerriss kommen, damit der Rücken arbeiten kann. Rücken und das Bewegungszentrum des Pferdes auszubilden, ist das Wichtigste, was ein Reiter macht. Es ist egal, ob springen, vielseitig oder Dressur. So ist gut. Und wieder weg. Sehr gut. Super. Und wieder dann durchkommen zum Trab. So, genau. Okay. Jetzt versuchen wir, so ein klein wenig Ausdruck hineinzubringen. So, mal Hand wechseln, einmal zulegen, etwas vorwärts, Tritte verlängern. Jetzt nicht wie wild weg. So, gut, so ist auch gut so. Jawohl, wieder aufnehmen. So, und dann einmal auf den Zirkel, Zügel aus der Hand kauen lassen. So. Am Zirkel, Zügel aus der Hand kauen lassen, leicht traben. Das ist so wichtig, dass man nach einer Arbeit dann aber auch tatsächlich die Pferde in Losgelassenheit arbeitet, damit sie auch wissen, auf die Dauer auch wissen, jetzt ist die Arbeit soweit und kann mich total entspannen. Und das ist so wichtig. Gut. Und ich habe ja schon manchmal Hengstvorführungen gesehen, wo also die Pferde dann heraustraben in einer unglaublichen Aktion. Das machen wir jetzt nicht,
sondern wir lassen den im starken Schritt die Bahn verlassen. Schritt ist eine Lektion, die in den Dressurprüfungen doppelt gezählt wird, doppelt bewertet wird. Starker Trab, aber nicht, nur einfach bewertet. So loslassen und gehen lassen und loben. Und so möchte ich ein Pferd nach der Arbeit sehen, genauso wie das jetzt passiert ist. Lieber Klaus Bargenhol, okay. Sie haben uns aus der Seele gesprochen. Danke für diese kleine... Ja. Vielen Dank, Sophie. Danke für diese kleine Vorführung. Herzlichen Dank, die Arbeit gemeinsam. Fashion in Black NRW und Sophie Holkenbrink. Thank you.